It got me stone cold. Willkommen zu einem neuen Vlog, immer noch auf Mallorca. Also willst du nichts sagen? Nö. Okay, ja, wie ihr in unserem vorherigen Vlog gesehen habt, waren wir in St. Elm. Den Stellplatz haben wir in der Zwischenzeit wieder verlassen und werden jetzt uns mal wieder auf eine Wanderung begeben. Bei der letzten Wanderung haben wir uns ja ganz schön heftig verlaufen und diesmal sind wir ein bisschen besser ausgestattet, was Essen und Wasser angeht. Und hoffen, dass wir uns nicht verlaufen. So, dann würde ich mal sagen, bist du ready? Yes. Okay, ja, dann geht's los. Also immer den weiß-roten Markierungen folgen. Ja, der Wanderweg, der startet direkt an dem Leuchtturm am Hafen von Solier. Port de Solier heißt das. Und oben kann man parken und ja, heute Morgen war auch jemand von der Naturschutzbehörde da, der uns gesagt hat, dass das Parken und das, was wir machen, völlig in Ordnung ist. Nur eben, wir dürfen keine Tische, keine Stühle etc. rausstellen. Markise rausfahren ist auch nicht erlaubt, haben wir aber auch nicht dabei, zumindest keine ausfahrbare. Genau, aber so im Auto schlafen und hier oben übernachten wäre gar kein Problem. Und das bietet sich natürlich an, wenn man hier so schöne Wanderungen machen möchte. Ja, also der Weg ist gut ausgeschildert. Aber wir sind natürlich voll die Experten. Wir sind viel zu spät losgelaufen wieder. Wir kamen halt einfach nicht aus dem Bett. Und normalerweise würde ich empfehlen, den Weg jetzt bei der Hitze um die Uhrzeit vielleicht nicht unbedingt zu laufen, weil es halt schon knalleheiß ist. Aber ja, wir machen es trotzdem. Wir haben ja bis abends um 9 Uhr Zeit, bis es dunkel wird. Und ich gehe davon aus, der Rückweg wird nicht so heiß. Das sollten wir schaffen. Genau, der Rückweg. Rückweg wird dann ein bisschen kühler. You do not know what I have in mind. I packed our bags, we'll be on our way. The night was long as I waited without a sign. I know what matters to you, but what do you want? What's your biggest need? Every hour we spend together, then suddenly the chances are small, just like so. Da sind wir jetzt in Deja angekommen. Ja, war doch ein bisschen anstrengend, die Wanderung. Anstrengender, als ich gedacht hätte. Und Deja ist ein kleines Örtchen, gerade mal mit so 2000 Einwohnern. Und früher ja bekannt als Hippiedorf und irgendwann als Schmuggeldorf. Und dann so in den 60er, 70er Jahren ja, hat man hier dann halt Luxushotels gebaut. Und das hat Deja dann halt auch so berühmt gemacht. Mal schauen, was wir heute so in Deja entdecken.
wir haben jetzt hier hinter uns auf dem Weg zum Café ein Haus gesehen, das zum Verkauf ist. Und oh mein Gott, wie süß ist das bitte? Ich würde das sofort kaufen. Wir haben uns jetzt mal die Nummer hier aufgeschrieben und rufen einfach mal interesseshalber an, was das Ding denn kostet. Was glaubst du, kostet das? Was schätzt denn du? Ich weiß nicht, wie groß das ist, aber bestimmt 500.000 Euro. Okay. Und was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Wir rufen da gleich mal an und erkundigen uns mal, was das Ding denn kostet. Meinst du, die würden das einfach so rausrücken? Vielleicht. Das Haus übrigens von vorne aus. Was ist denn das Ganze? Boah, das ist ja, das ist das alles hier. Also was hast du gesagt, eine halbe Million? Eine halbe Million gesagt, aber ich glaube, du darfst es mehr. Also vielleicht ist das sogar noch ein Schnapper für eine halbe Million. Ja. Wenn allein schon diese Garage. Oh. Also ich glaube bis da, ne? So die dunkelblauen Dinger. Ja, bis so hier hin, ne? Uiuiuiui. Okay. Ich glaube, das ist jetzt ein passender Aufruf, Leute. Liebe Menschen, liebe Zuschauer, wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann spendet uns eine halbe Million. Wenn wir es schaffen, eine halbe Million zusammenzukriegen, dann kaufen wir dieses wunderschöne Haus und ihr dürft alle vorbeikommen und wir bekochen euch alle wunderbar. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Würden uns wirklich sehr freuen über Unterstützung. Oh, das sieht so schön aus. Also da ist jetzt ein Café mit Partymusik. Was meinst du, wir da hingehen? Ja, ich würde mal sagen, wir können da mal hingehen. Ne? Also warum kommen wir auch immer das da an, schon wenn eine Party nicht irgendwo ist? Ne? Wir haben jeden Samstag irgendwie Party, ne? Ja. Ja. Ist doch ganz cool. Ja, da würde ich mal sagen. Der Musik auf zur Party! Yeah. Wir sind jetzt fertig mit Bier trinken. Sag mal, dass wir jetzt fertig sind. Mit was denn? Mit Bier trinken? Boah. Also, wir waren da jetzt drinne und das war sehr, sehr lustig. Man soll ja viel trinken beim Wandern. Hui. Ja, also es war sehr lustig, war sehr geile Musik und nach so langer Zeit, wo man jetzt einfach nicht mehr so im Club war. Und so mit so vielen Menschen war es echt cool, schön, ne? Und es hat Spaß gemacht. Also wir haben uns jetzt aber auch entschieden, nicht mehr zurück zu wandern, sondern haben rausgefunden, da fährt ein Bus. Genau. Und dann haben wir uns auch ein zweites Bierchen gegönnt. Nachdem wir das rausgefunden hatten. Genau. Hallo, wo bist du? Hier. Die Straßen sind so klein hier. Ui, okay, ich glaube, ich höre jetzt mal auf, weil ein bisschen... So, nach zwei Bier und noch nicht so viel Essen. Zwei Bier, überlegt euch das mal. Da merkt man schon ein bisschen was. Und vielleicht haben wir auch einfach in letzter Zeit so wenig getrunken. Ja, wir sind voll aus der Übung. Und ja, deswegen laufen wir jetzt mal zur Haltestelle. Und sehen uns dann höchstwahrscheinlich morgen wieder. Na, gucken wir mal. Adios. Adios. Chicos. Hola, da sind wir wieder. Ja, gestern sind wir dann irgendwie um 9 hier wieder an den Bus gekommen und war mega anstrengend, aber war richtig, richtig schön. Wir sind mit dem Bus quasi von Deja zum Hafen von Soyer gefahren und und sind dann noch das letzte Stück, so 3 Kilometer dann gelaufen. Jetzt wollen wir runter zum Strand nochmal, runter zum Hafen. Da ist auch ein ganz schöner Strand, da wollen wir ein bisschen baden und später holen wir uns eine heiße Dusche ab, weil wir haben gesehen, bei Park for Night kann man an der Marina heiß duschen. Das machen wir auf jeden Fall. So, jetzt liegen wir schon am Strand. Und zwar sind wir von da oben, von dem Leuchtturm, magst du mal kurz zeigen? Ja, mach ich. Hier runtergelaufen. Wir haben so 20 Minuten gebraucht. Und sind dann hier quasi die Promenade lang gelaufen und haben uns ein schönes Plätzchen hier gesucht. Und es ist doch nochmal richtig heiß geworden, deswegen haben wir auch schon baden. Und das Wasser ist richtig schön und sehr sauber und der Strand gefällt uns auch ganz gut. Obwohl hier ein bisschen mehr los ist, aber irgendwie ist es trotzdem sehr entspannt. Das hat richtig gut getan. Wie neugeboren. Wie zwei neugeborene Leute sehen wir aus. Die Dusche war auch voll sauber. Und echt warm. Ja. Wobei wir jetzt gar nicht so warm geduscht haben, weil es draußen schon so warm ist. Aber richtig cool.
Na, hat Spaß gemacht. Mega. Verschwitzt nach der Dusche. Wir dürfen ja gar nicht so schnell laufen. Ja, eigentlich wollten wir langsamer laufen. Langsam. Hast du Hunger eigentlich? Bisschen. Aber das Eis war jetzt ganz lecker. Ich habe total Hunger. Okay. Jetzt freue ich mich auf ein bisschen Pasta. Ja, mit Tomatensauce. Ja, ich mich auch. Machen wir gleich. Wir sind da und ich sehe gerade, es ist relativ leer geworden. Wir waren ja schon wieder 6 Stunden weg und ich glaube, wir sind, ein Camper sehe ich glaube ich noch, 2 Camper. So, gegessen haben wir jetzt. Uns hängt jetzt noch ein bisschen die gestrige Wanderung in den Knochen. Ja. Und heute sind wir auch nicht wenig gelaufen. Wir denken immer, ach komm, lass mal runter in die Stadt laufen, aber das sind das auf dem Hin- und Rückweg bestimmt 8 Kilometer gewesen. Ja. Plus, wir müssen ja noch hier hochlaufen. Und hoch sind es dann halt 4 Kilometer nur berghoch. Ja, also Solier oder Porte Solier ist schon eine schnucklige Stadt, aber eigentlich auch nicht so unser Stil. Gerade mit dem aber Bus. Aber mal so für einen Tag ist auch mal ganz, oder für 2 Tage auch ja. Mit dem Bus hier hoch. Und das ja, hier oben ist echt schön und eigentlich relativ ruhig. Ja. Jetzt gerade hat sich jemand neben uns gestellt und hört ein bisschen Musik, also, aber eigentlich ist es relativ ruhig und ist auch echt schön, aber ja, eigentlich auch nicht so, jetzt, die Stadt ist jetzt eigentlich nicht das, was wir so immer suchen, weil es schon sehr touristisch ist. Mhm. Ne? Da ist die Promenade, die mega schön ist und der Strand ist auch sehr schön, man kann da wirklich wunderbar baden gehen, aber da reizt gerade natürlich... Gerade der Port, das ist halt was touristisch, weil halt natürlich Hotels halt angereizt sind. Ja, ne? Ein Restaurant nach dem anderen, ja. Ein Hotel nach dem anderen. Und wir gucken ja. Uns ja morgen mal die Innenstadt an. Genau, morgen gehen wir nochmal nach Porte Solier, nach Solier in die Stadt, die 3 Kilometer weiter im Landesinneren liegt. Und dann, bleibt gespannt, geht's nämlich auch nochmal in ein paar andere Städtchen. Das werden wir heute Abend besprechen, wohin es genau geht. Aber wir bleiben hier in der Tramuntana. Und ja, jetzt machen wir erstmal das Bett ready und dann geht's ab in die Falle. Macht's gut. Tschüss. Ich sehe gerade, dass du richtig braun geworden bist. Oh mein Gott, richtig braun? Richtig rot. Oh mein Gott, ich verbrannt. So, da sind wir. Guten Morgen. Da sind wir. Ja, dich sieht man auch, Schatz. Guck. Ich bin auch da. Ja, also, wir werden jetzt hier den Platz verlassen. Und zwar werden wir uns jetzt mal auf den Weg machen nach Solier. In die Stadt rein. Ich finde es jetzt hier richtig schön, aber wir haben hier halt auch keinen Schatten. Deswegen knallt hier die Sonne schon seit Stunden so drauf. Ja, es ist dann irgendwann heiß und außerdem haben wir sehr schlechten Internetempfang. Genau. Ganz wichtig ist. Ja, das ist wirklich wichtig. Wir brauchen uns halt zum Arbeiten und deswegen ja, ist das natürlich auch immer ein wichtiger Punkt. Und zwar ist der Internetempfang abends meistens da, tagsüber verschwindet er auf mysteriöse Art und Weise. Und für unsere Kräuter ist es auch nicht gut, ist zu heiß hier drin. Wir brauchen Schatten. Also hier drin ist wirklich Sauna und obwohl wir alle Türen aufhaben, ist das sehr heiß. Ich glaube, das kam jetzt... Dreimal gesagt. Deswegen fahren wir jetzt weiter. Und jetzt geht's nach Solier und dann suchen wir uns einen neuen Stellplatz. Die Kamera ein bisschen gerade halten, weil jetzt immer so. Ja. So schief. Ja, Leute, es ist wirklich heiß. Mir fehlen die Kräfte. Also, Fenster zu. Noch nicht.
Okay. Okay. Wir sind jetzt in Solier angekommen. Das ist tatsächlich nur 10 Minuten entfernt. Und ja, mit dem großen Bus durch so kleine Städte fahren ist schon immer ein bisschen aufregend. Deswegen fahre ich nie. Ja. Ich fahre dann in Schweden. Melli fährt dann in Schweden. Ja. Naja, aber du musst vielleicht doch hier mal lernen zu fahren, weil entweder Auto fahren oder Drohne fliegen. Oh, ich habe Angst. Beides nicht dein Ding gerade, ne? Nein. Na, auf jeden Fall haben wir uns jetzt hier so einen kleinen Parkplatz gesucht. Der ja, ist halt immer ein bisschen unangenehm, weil wir nehmen immer 1,5 Parkplätze ein. Aber gut, das, hier sind ja einige frei. Und jetzt gucken wir uns mal Solier an. Und zwar geht's da lang. Von mir? Was ist da eigentlich drin? Ne? Ich weiß es nicht, gar nichts. Schmuck auch nicht, ne? Gar nichts mehr. Genau, Schmuck habe ich dabei. Wir haben immer unsere wichtigsten Sachen, so Laptop, Kamera etc. Alle Elektronik, Pässe und sowas haben wir dabei. Und heute sogar noch unsere Wäsche. Yay. Es gibt in Solier eine kleine Wäscherei. Und das letzte Mal, dass wir waschen waren, ist 2 Wochen her. Und jetzt wird es mal wieder Zeit. Genau, und die Aber waschen. Ich habe ja letztes Mal ein bisschen Hand gewaschen. Durch seine Zitrusfrüchte reich geworden, also durch die vielen Zitronenbäume und Mandarinen und Oliven Bäume dann reich geworden. Ja. Ja. Und das Tal nennt sich Tal des Goldes. Ah ja. Ja, umzingelt von Bäumen und Bergen. Genau, deswegen sind hier überall so viele Zitronenbäume. Aber wir kommen da noch nicht ganz ran. Also wir essen jetzt doch nichts hier in Solier. Wir nehmen keine Pizza mit. Wir nehmen auch keine Pizza mit. Wie wir gerade noch gedacht haben, wir werden jetzt einfach zurück zum Bus gehen, da was Leckeres essen. Ja, und, wir haben so viele Sachen im Bus. Ja, genau. Es ist immer verlockend, essen zu gehen. So, wir sind angekommen. Juhu! Na, gefällt's voll schön, dir? Ja, richtig schön. Wir müssen gleich mal hinten aufmachen, gucken, wie es aussieht. Ja, irgendwie mal richtig schön, mal so eine größere Ebene, Fläche mal zu haben und nicht nur an irgendwelchen Klippen zu stehen. Ja, also der Tag neigt sich dann jetzt zum Ende und ja, der Vlog dann hiermit wohl auch. Wir beide hoffen, euch hat das Video gefallen. Wir haben auf jeden Fall eine sehr schöne Woche hier gehabt und auch eine anstrengende Woche. Wir haben viel gesehen. Haben leider nicht alles geschafft, deswegen werden wir in der nächsten Woche einfach nochmal einen zweiten Vlog über die Tramontana hochladen. Und da geht's dann nach Valdemossa, nach Fornalutsch und ja, noch ein paar andere schöne Stellplätze, die wir da entdecken werden. Lasst wie immer einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wir freuen uns, wenn ihr den Kanal abonniert. Dann wünschen wir euch auf jeden Fall noch eine gute Zeit und sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.